Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 64, Aktuelle Stunde der Fraktion der AfD. Susanne Schröter, Professor Hans-Joachim M., Thomas de Maizière, Meinungsfreiheit in Gefahr. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Lambrou zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Zuschauer! Die FAZ titelte am Montag: Viele Deutsche trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie denken. Demonstranten verhindern Auftritte von Politikern. Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Man könne seine Meinung zu bestimmten Themen nicht oder nur mit Vorsicht frei äußern, sagten 78% der Deutschen jüngst in einer Allensbach-Umfrage, und gut zwei Drittel äußerten sich Mitte Oktober bei einer Sachsen-Umfrage von Infratest DIMAG entsprechend. 30 Jahre nach dem Mauerfall stellt sich für viele Menschen die Frage nach Meinungsfreiheit deutlicher als nie. Es verwundert nicht, dass die Irritation über offensichtliche Eingriffe in die Meinungsfreiheit und unfaire Behandlung oppositioneller Gruppen in den ostdeutschen Bundesländern aufgrund der dort überwundenen Diktatur besonders groß ist. Die Wahlerfolge der AfD im Osten sind kein Zufall. Ich erwähne hier einmal stellvertretend für viele Ereignisse im Deutschland der letzten Monate drei Situationen. Erstens. Die wütenden Proteste gegen die Kopftuchkonferenz von Professorin Susanne Schröter im Mai an der Uni Frankfurt. Zweitens. Die kürzlich abgesagte Veranstaltung an der Uni Hamburg mit FDP-Politiker Christian Lindner. Und drittens. Die massive Blockade der Vorlesungen von Professor Lucke an der Uni Hamburg in den vergangenen Tagen. Bundespräsident Steinmeier und Bundesbildungsministerin Karliczek stärkten den Betroffenen zwar erfreulich klar den Rücken, warnten aber auch vor Gefahren für die Meinungsfreiheit und einer Verengung des politischen Diskurses. Was muss man sich in Hessen eigentlich zu Schulden kommen lassen, um seinen Job zu verlieren? Wenn man in der Film- und Theaterwelt arbeitet, ein Mittagessen mit dem falschen Politiker. Schnell war jedenfalls der von der CDU 2015 eingestellte Leiter der Hessischen Filmförderung, Professor Mendig, seinen Job los. Mittlerweile trifft die Meinungsintoleranz in Deutschland auch die CDU. Am vergangenen Montag wurde die Lesung von Thomas de Maizière, ehemaliger CDU-Bundesinnenminister, in Göttingen von einer aggressiven Gruppe linker Pöbler, darunter auch Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future, blockiert und verhindert. Ich bin der Meinung, dass diese Entwicklung zu einem guten Teil durch die massive Ausgrenzung der AfD in den vergangenen 6 Jahren verstärkt wurde. Der Umgang mit der AfD bleibt nicht ohne Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auch auf die Meinungsfreiheit. Die AfD wird negativ dargestellt und diffamiert. Die bürgerlichen Mitglieder werden in den gleichen Topf mit radikalen Einzelfällen geschmissen. Die AfD wird als unwählbar dargestellt. Menschen aus der bürgerlichen Mitte sollen davon abgehalten werden, die Partei zu wählen oder Mitglied zu werden. Und das Ganze hat Methode, meine Damen und Herren. Es ist der Versuch, eine Partei zu stoppen, ihre Ideen und Fragen, ihre Vorschläge und Analysen nicht ernsthaft diskutieren zu müssen, auch indem in vielen Medien möglichst nicht darüber berichtet wird, und wenn doch, dann möglichst negativ. Zum Beispiel kürzlich in einem Videoclip der ZDF-Kindersendung Logo zur Ablehnung der AfD durch die etablierten Parteien. Und da die AfD Wahlerfolge erzielt, wie auch in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wird versucht, die AfD als die Mutter allen Übels darzustellen, als Ursprung aller Hassparolen, als Ursache von rechtsradikalen Hass, als Grundlage für wachsenden Antisemitismus, als Nährboden für gewaltbereite Rechtsextreme. Die AfD ist dies alles nicht. Sie ist eine demokratische Partei und durch Wahlen demokratisch legitimiert, mit vielen um die Zukunft unseres Landes besorgten, ernsthaften und seriösen Mitgliedern. Ihr Verhalten gegenüber der AfD macht uns ratlos. Um die Demokratie zu stärken, ist ein ganz anderer Umgang notwendig. Es gilt, die demokratischen Verhaltensweisen und Strukturen zu stärken, die Demokratie lebendig zu erhalten, und zwar eben auch in einem vernünftigen, sachorientierten Diskurs. Wenn wir unsere Demokratie stark machen wollen, müssen wir sie vorleben für unsere Kinder und Jugendlichen.
Und ich frage Sie, was lernen unsere Kinder und Jugendlichen eigentlich seit 6 Jahren durch den Umgang der etablierten Parteien mit der AfD? Ausgrenzen, totschweigen, stören, diffamieren, stigmatisieren. Ist es das, was wir unseren Kindern und Jugendlichen als demokratisches Handeln beibringen wollen? Entschuldigung, aber das kann es doch wohl nicht sein. Woher kommen eigentlich die teilweise intoleranten und totalitären Verhaltensweisen von vielen jugendlichen Demonstranten, z.B. bei Fridays for Future und in vielen anderen Gruppen? Sehen Sie da keinen Zusammenhang mit Intoleranz, die zunehmend nun auch andere gesellschaftliche Gruppen trifft, z.B. nun auch FDP und CDU? Hören Sie endlich auf, die AfD auszugrenzen, die 35.000 AfD-Mitglieder und die über 6 Millionen AfD-Wählern. Sie gefährden mit dieser der Zweck heiligt die Mittelvorgehensweise, die Meinungsfreiheit in diesem Land. Und falls Sie es noch nicht gemerkt haben, Sie schwächen damit auch die Demokratie. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich die Abgeordnete Wissler von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die AfD hat eine Aktuelle Stunde zum Thema Meinungsfreiheit beantragt. Zum Anfang eine Klarstellung. Das Grundgesetz schützt die Meinungsfreiheit als elementares Grundrecht und Schutzrecht der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat. Es schützt nicht vor Widerspruch. Und das hat auch nicht die Intention, etwa Abgeordnete vor Protest zu schützen. Ausgerechnet die AfD beklagt die angeblich mangelnde Meinungsfreiheit. Die AfD, deren Spitzenkandidat Höcke einem ZDF-Journalisten mit Konsequenzen droht, weil ihm seine Fragen nicht passen. Deren Parteivorsitzender Meuthen das durch junge Menschen wahrgenommene Demonstrationsrecht bei Fridays for Future als politischen Kindesmissbrauch bezeichnet. Deren Parteivorsitzender Gauland sich im ARD-Sommerinterview weigert, sich Zuschauerfragen zu stellen. Der gleiche Gauland hat sich übrigens am Montag darüber beschwert, dass ihm, Zitat, die Meinungsfreiheit zu weit gehe, wenn Richter bestätigen, dass man Höcke einen Faschisten nennen dürfe. Und war es nicht die AfD, die vor Kurzem hier im Landtag eine Aktuelle Stunde beantragt hat, um das Ergebnis einer demokratischen Wahl an der TU Darmstadt zu problematisieren, weil ihnen die politische Ausrichtung der Präsidentin nicht gepasst hat, meine Damen und Herren? Wir haben hier gefordert, dass der Frankfurter Oberbürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Frankfurt zurücktreten müsse, weil er es wagte, angesichts der IAA 3 kritische Sätze zur Automobilindustrie zu verlieren. Da gilt nicht, das wird man ja wohl mal sagen dürfen. Sie reden von Freiheit von Wissenschaft und Kultur. Sie verteufeln in Anfragen die Genderforschung an Hochschulen und Kultureinrichtungen, deren Programm Ihnen nicht deutsch genug ist. Da sorgen Sie sich im Ausschuss um die deutsche Kultur und beklagen, dass in hessischen Kulturzentren afrikanisches Trommeln oder das Spielen des Didgeridoo gelehrt wird. Ihre Einstellung zu Grundrechten, zu Meinungspresse und Versammlungsfreiheit ist äußerst selektiv, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, meine Damen und Herren. Und heute mokieren Sie sich darüber, dass Studierende einen Auftritt von Thomas de Maizière an der Uni Göttingen gestört haben. Als im Bundestagswahlkampf immer wieder Veranstaltungen von Angela Merkel durch Pegida- und AfD-Anhänger gestört wurde, weil während ihrer Auftritte ununterbrochen gegrölt wurde, Volksverräter dazwischen gebrüllt wurde und sie mit Tomaten beworfen wurde, da hatte die AfD überhaupt kein Problem damit, dass diese Veranstaltung von ihren eigenen Leuten gestört wurde. Und heute beklagen Sie die Entlassung des Chefs der Hessischen Filmförderung, der sich öffentlichkeitswirksam mit AfD-Chef Meuthen getroffen hat, als Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Die Landesregierung sei ihrer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen, schreiben Sie in Ihrem Antrag, den wir später noch beraten. Kleiner Hinweis, weil Ihnen die Bewahrung der deutschen Sprache ja so wichtig ist. Fürsorge schreibt man nicht mit H. Mit Sorge um den Führer hat das nämlich nichts zu tun. Es ist doch die AfD, die allenorts finanzielle und personelle Konsequenzen für Kultureinrichtungen fordert, die Ihnen nicht passen. Ihre Parteifreunde in Sachsen-Anhalt
forderten die Entlassung eines Opernintendanten, weil zu viel Willkommenspropaganda auf dem Spielplan stünde. In Berlin haben sie gefordert, die Leiterin eines Theaters wegen Verletzung des politischen Neutralitätsgebots zu ermahnen, weil das Theater im Programmheft zu einer Inszenierung über eine Partei geschrieben hatte, die mit ausländerfeindlichen Parolen Erfolg hat. Die Berliner AfD-Fraktion wollte mittlerweile dem Friedrichstadtpalast, dem Maxim-Gorki-Theater und dem Deutschen Theater die Mittel kürzen, weil ihnen entweder der Spielplan oder die politische Ausrichtung der Intendanten nicht passte. Also, dass ausgerechnet die AfD die Meinungsfreiheit vor sich herträgt, das ist absurd, meine Damen und Herren. Und seit dieser Woche wissen wir, dass man bei Auftritten von Frau Weidel am besten nicht mal husten sollte, um nicht Gefahr zu laufen, brachial vom Saalschutz entfernt zu werden. Die Politik der AfD ist ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Und sie fahren eine reißerische Kampagne. Die Mehrheit der Deutschen würde sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Das ist eine völlige Perversion der Meinungsfreiheit als Freiheit von Widerspruch. Sie haben kein Recht auf keinen Widerspruch, sondern Sie haben heftigsten Widerspruch für Ihre Positionen verdient. Und Ihr vermeintlicher Einsatz für Meinungsfreiheit ist in Wirklichkeit der Versuch, die Meinungshoheit zu erlangen. Sie wollen das Sagbare immer weiter nach rechts verschieben, und Sie wollen Widerspruch dagegen diskreditieren. Sie predigen Meinungsfreiheit, und Sie wollen Zensur. Sie fabulieren von linksgrünen Mainstream, und Sie inszenieren sich als Opfer. Dabei sind Sie es, die den Hass sehen in dieser Gesellschaft und den Rassismus. Und deswegen Menschen wie Höcke stehen nicht für Meinungsfreiheit. Menschen wie Höcke stehen in der Tradition des Bücherverbrennens. Und denen werden wir immer laut widersprechen. Und ihren Positionen muss laut widersprochen werden. Das hat mit Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schauder der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, als Sophie Scholl dieses wunderschöne Lied im August 1942 vor der Gefängnismauer ihres inhaftierten Vaters spielte, erforderte es einen Heldenmut. Zeiten ändern sich glücklicherweise. Heute nämlich dürfen wir unsere Meinung in Wort, Schrift und Bild frei äußern, und das garantiert uns das Grundgesetz in Artikel 5 Absatz 1. Das ermöglicht uns die gesellschaftliche Debatte über die klügsten Lösungen und damit überhaupt die Voraussetzung für unsere Demokratie, die Meinungsfreiheit zu schützen und zu verteidigen, ist deshalb unser aller Aufgabe. Allzu oft wird es vergessen, und ich muss sagen, wirklich begreiflich ist dieses Grundrecht für mich selber auch erst gewesen, als ich ein autoritäres Land bereist habe und an einem Projekt in China teilgenommen habe. Weil dort Menschen Interviews abbrachen, als man auf politische Themen zu sprechen kam. Weil einer unserer Reiseführer sich davor fürchtete, das Tiananmen-Massaker zu besprechen. Weil die Schere im Kopf offensichtlich und omnipräsent war, war ich wirklich erleichtert, als ich wieder in Deutschland landete. Und deswegen möchte ich auch besonders genau dahin schauen, wo die Meinungsfreiheit in Deutschland heute bedroht scheint, und auch über die Beispiele sprechen, die Sie angesprochen haben. Wenn Demonstranten einen Vortrag von Thomas de Maizière verhindern, ist das falsch, das ist verfassungsfeindlich und darf nicht wieder passieren. Das Recht auf Meinungsfreiheit umfasst ausdrücklich auch den Gegenprotest, aber es umfasst nicht, mittels Nötigungen andere vom Äußern ihrer Meinung abzuhalten.
Aber andere Sachverhalte, die haben Sie bewusst falsch dargestellt, z.B. den Sachverhalt Mendig. Er hat offene Fragen nicht beantwortet, Kritik ignoriert und damit einen erheblichen Vertrauensverlust herbeigeführt. Und seine Abberufung war deswegen ein völlig normaler und logischer Vorgang eines verantwortungsvollen Aufsichtsrates. Frau Schröter, Leiterin des Forschungsinstituts Globaler Islam, vertritt einige kontroverse Positionen. Ihre Veranstaltungen haben aber stattgefunden und wurden von Protest begleitet. Ihre Meinung und die Gegenmeinung fanden ein öffentliches Forum. Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist genau Ausdruck der Meinungsfreiheit und des demokratischen Streites. Und damit scheinen Sie aber ein erhebliches Problem zu haben. Ihre Beispiele, Herr Lambrudi, passen vorn und hinten nicht zusammen. Und da liegt der Verdacht schon nahe, dass es Ihnen überhaupt gar nicht um die Meinungsfreiheit geht, sondern um etwas total anderes. Und wirklich sonnenklar wird diese Vermutung, wenn man sich einmal anschaut, was Sie alles nicht angesprochen haben. Nach einer Umfrage des Hessischen Rundfunkes sind Anfeindungen und Drohungen für BürgermeisterInnen mittlerweile Alltag. Jede fünfte von Ihnen hat deshalb schon darüber nachgedacht, ihr Amt aufzugeben. Vor allem KommunalpolitikerInnen, die sich für eine humane Politik und für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzen, die stehen im Feuer von ihren Leuten jeden Tag. Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist eine ernsthafte Gefahr für unsere Demokratie. Organisierte Trollarmeen überhäufen in den sozialen Medien vor allem Feministinnen und Aktivistinnen gegen Rassismus mit Hasskommentaren und wollen sie einschüchtern. Organisiert aus dem Dunstkreis ihrer Partei. Teile ihrer Fraktion sind sogar Mitglied in solchen Gruppen, die das organisieren. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Herrn Roth wollte die AfD per Abmahnung die Meinung verbieten. Herr Gauland sagte diese Woche auf der Bundespressekonferenz, die Meinungsfreiheit gehe ihm zu weit. Herr Höcke, den man laut Gerichtsurteil und ich betone aufgrund einer nachprüfbaren Tatsachengrundlage als Faschist bezeichnen darf und ich meine als Faschist bezeichnen muss, hat kürzlich ein Interview abgebrochen und den Journalisten massiv bedroht, weil ihm die Meinung nicht gefallen hat. Und das ist eine üble Gefahr für unsere Demokratie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wenn sich die AfD hier im Parlament als Hüterin der Meinungsfreiheit aufspielt, dann macht sich der Bock zum Gärtner. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was dahinter steht, das ist eine ganz perfide Strategie. Und Herr Lambrou, also eins muss man auch mal sagen. Sie reden hier lange über Meinungsfreiheit, und dann kommen aus Ihrer Fraktion Widersprüche, Gegenprotest. Sie lassen mich doch kaum zu Wort kommen. Und im Grunde genommen, Herr Lambrou, müssen Sie sich bei Ihren Kolleginnen und Kollegen bedanken, weil für all die Zwischenrufe haben Sie Ihre Rede wirklich ad absurdum geführt. So, ein letzter Satz noch. Ein letzter Satz noch, Frau Präsidentin. Ich weiß, die Zeit wird knapp. Aber, Herr Lambrou, Sie haben offensichtlich die Schule des rechtsextremen Kubitschek besucht. Weil das, was Sie hier vorgespielt haben, das ist die Strategie der Selbstverharmlosung. Aber ich möchte noch einmal einen Satz von Herrn Chaplin in Erinnerung rufen. Er sagte einmal, Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, der Rest solle versklavt bleiben. Parallelen darf jetzt jeder selber suchen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir werden diese Tatsachen immer weiter beim Wort nennen, und wir werden uns die Meinungsfreiheit nicht verbieten lassen, sondern sie entschieden verteidigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Grumbach von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es schon spannend, wenn ein Antrag, eine Debatte über Meinungsfreiheit angekündigt wird und dann ein Jammerlied über die Behandlung der AfD draus wird. Das ist in Deutschland nicht das zentrale Problem.
Nein, nein, Sie verstecken sich hinter einer Reihe von Veranstaltungen. So haben Sie auch angefangen. Das ist völlig richtig. Allerdings waren das genau 30 Sekunden Ihrer Redezeit. So, die Frage ist relativ einfach. Erstens. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist fast unbegrenzt. Es gibt genau vier Grenzen. Grenze Nummer eins ist der Artikel 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde. Und selbst da kann es sein, dass selbst Richter sich verirren. Ich will es hier sehr deutlich sagen. Wer der Meinung ist, dass eine Frau, die Politikerin ist, mit der Bezeichnung Drecksfotze bezeichnet werden kann, irrt sich, auch wenn er Richter ist. Das widerspricht Artikel 1. Die zweite Grenze ist Volksverhetzung. Wer Jagden auf Migranten organisiert, verstößt gegen die Meinungsfreiheit. Und jeder kennt die Chemnitzer Debatte. Auch an der Stelle ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Der dritte Punkt ist der Angriff auf den Kernbestand der Verfassung. Und der vierte Punkt ist die Frage des Holocaust-Leugnens in Deutschland, weil dort hat unsere Geschichte uns eine eigene Last auferlegt, die wir gemeinsam tragen werden. Und wenn Sie dann anschauen, welche Beispiele Sie angefüllt haben, will ich etwas sagen. Meinungsfreiheit heißt nicht, und das hat Frau Wissler auch schon gesagt, dass nur eine Meinung frei ist, nicht nur Ihre Meinung. So, und wenn Herr de Maizière, und das ist ein Punkt, sozusagen die Veranstaltung verhindert wird, ist das falsch und wird von uns auch nicht diskutiert, zumal in dieser Veranstaltung Diskussion angeboten war. Nur damit das auch klar ist, die Variante, dass Veranstaltungen, in denen es keine Diskussion geben soll, manchmal auf Proteste stoßen und die Proteste in der Veranstaltung artikuliert werden, ist vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt, auch wenn es dem einen oder anderen Veranstalter ziemlich schwierig fällt. Und mit Verlaub, ich finde Ihr Klagelied so toll. Jeder in jeder Partei hat mit solchen Veranstaltungen Erfahrung, weil das ist der Umgang mit Politik in dieser Gesellschaft. Und Sie werden an der Stelle mal ein bisschen dafür sorgen müssen, dass Sie nicht so tun, als seien Sie die Einzigen. Sie haben alle Freiheit zu sagen, was Sie wollen, und alle anderen haben die Freiheit, Ihnen zu widersprechen, und es muss Ihnen widersprochen werden. Und zu der Frage gehört dann auch, Sie sind für jeden Ihrer Sätze verantwortlich. Wenn jemand vom Fliegenschiss der Geschichte redet, dann muss er sich das zurechnen lassen, egal welche Ausrede er sich ausdenkt. Und mit Verlaub, die Veranstaltungen sind auch relativ klar. Frau Schröter hat ihre Veranstaltung durchgeführt, und Sie haben gesehen, wie Meinungsfreiheit in Deutschland verteidigt wird. Das Präsidium und der AStA der Universität Frankfurt haben gemeinsam erklärt, dass sie das nicht zulassen werden, weil es der Demokratie widerspricht. Das ist doch das Herzstück der Meinungsfreiheit. Und Sie versuchen, das jetzt zu kritisieren, wo diejenigen, die betroffen sind, selber sagen, hier, wir sorgen dafür, dass in unserer Institution freie Meinungsäußerung möglich ist. Ich glaube, an dieser Stelle ist es falsch. Und mit Verlaub, das Klaglicht über die Journalisten. Machen Sie doch einfach mal Folgendes. Nehmen Sie alle Parteien im Hessischen Landtag, sammeln Sie alle Zeitungsartikel des letzten halben Jahres, und wenn Sie dort nur Artikel finden, in denen eine einzige Partei runtergemacht wird, dann weiß ich nicht, was für Zeitungen Sie lesen. Die Sozis haben Erfahrung darin, die CDU hat Erfahrung darin, die Grünen, die FDP, die Linke. Wir haben alle Erfahrung darin, zu sagen, wir sind scheiße. Das ist sozusagen die. Manche Journalisten halten das für eine kluge Formulierung. Sie machen es vielleicht etwas eleganter. So, das betrifft nicht allein die AfD. Und dann streiten Sie doch mal bitte darüber, wie politische Debatten in Deutschland geführt werden. Und dann werden Sie ganz schnell dazu kommen, bestimmte Formen von Äußerungen über andere Leute wie links versifft und andere endlich aus dem Sprachgebrauch zu verschaffen, weil das ist genau der Punkt, wo sich unterscheiden. Und mit Verlaub, in Ihrer Sprache ist intolerant immer der, der eine andere Meinung hat als Sie. Das genau ist falsch. Sondern Toleranz besteht nicht darin, zu dulden, was ich sowieso meine, sondern Toleranz besteht darin, das zu dulden, was ich nicht meine und was ich ertragen muss, weil es eine demokratische Basis hat. So einfach ist die Welt. Danke. Vielen Dank, Herr Abg. Grumbach. Ich
wollte nur darauf hinweisen, dass das Wort Scheiße auch nicht unbedingt parlamentarisch ist und bitte in Zukunft darauf zu verzichten. Ja. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Dr. H.C. Hahn von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt knapp 12 Jahre her, dass ich als damaliger Fraktionsvorsitzender der FDP von diesem Pult aus eine neue Fraktion begrüßt habe. Ich habe sie mit den Worten von Voltaire begrüßt. Die Worte von Voltaire lauten: Ich bin vollkommen anderer Auffassung als Sie. Ich werde aber alles unternehmen, damit Sie Ihre Meinung hier sagen können. Das war der Gruß. Das war der Gruß der Liberalen, der Freien Demokraten an die Linke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir geht es heute nicht um die Frage Gleichheit im Unrecht. Mir geht es nicht darum, dass die linke Seite auf die rechte Seite haut und die rechte Seite auf die linke Seite haut. Merken Sie eigentlich, was Sie da kaputt machen? Und zwar sowohl die rechte Seite wie, sorry, Ihr Redebeitrag war nicht besser gewesen, wie die Linken. Wieso hauen wir eigentlich ohne Sinn und Verstand wechselseitig auf uns rum? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Und wenn muss sich schon jeder mit den Dingen auseinandersetzen, die in seiner Truppe passiert? Und da bin ich, Frau Wissler, liebe Frau Wissler, ich habe gerade in einer Besuchergruppe in dieser Woche wieder gelernt, dass Sie das Wirtschaftssystem, jedenfalls die Linken in Deutschland, vollkommen verändern wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht staatsrang. Das ist nicht staatsrang. Hier geht es nicht um die Meinungsfreiheit, sondern hier geht es darum, dass Sie auch einmal aufpassen müssen, was Sie inhaltlich tun. Aber ich komme jetzt zu Voltaire zurück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier sind Namen genannt worden. Hier sind Namen genannt worden, auf die überhaupt keiner eingegangen ist. Oder nur mal ganz schnell. Susanne Schröter, Herr Professor, hier steht Hans-Joachim M. Punkt. Wir diskutieren nachher noch einmal, und Matthias Büge wird das für uns Liberale tun. Thomas de Maizière. Ich will dazu noch setzen Christian Lindner und Herrn Lucke. Und meine sehr verehrten Kollegen von der AfD, ziehen Sie sich endlich einmal diesen Anzug aus. Es ginge um Sie. Ich finde, dieser Anzug passt Ihnen überhaupt nicht. Der ist Ihnen viel zu groß. Sondern es geht um ein Klima. Es geht um ein Klima in dieser Gesellschaft. Es geht um ein Klima an unseren Universitäten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, übrigens schöne Grüße, wer in den letzten 3 Jahren in Amerika war. Ich war es. Ich habe eine amerikanische Universität besucht. Mann, was da die Meinungsdiktatur ist. Und ich will das in Deutschland nicht. Und wir Freien Demokraten wollen das in Deutschland nicht. Und es ist ja falsch, was hier gesagt worden ist. Lieber Herr Kollege Grumbach, ansonsten selten so mit Ihnen übereingestimmt. Aber bei dem ersten Termin Schröter war der AStA und die gesamte Linksbündnis an der Universität, an meiner Universität, dagegen gewesen, dass der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Herr Wendt, zu Frau Schröter in ein Seminar kommt. Alle waren dagegen gewesen. Das ist ein Eingriff in die Wissenschaft, das ist ein Eingriff in die Hochschulfreiheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wehret den Anfängen. Wir können es doch uns nicht erlauben. Und ich verstehe auch nicht, warum da kein anderer klatscht. Ich verstehe nicht, warum die Schwarzen und die Grünen da nicht wenigstens klatschen, die Sozialdemokraten sowieso. Das muss euch doch wehtun. Das muss euch doch wehtun, was an Universitäten passiert. Lesen Sie bitte mal heute die FAZ. Nicht, weil die irgendeinen Geburtstag haben, sondern weil die in 2 Berichten, jeweils im ersten Buch, müssen gar nicht ins Feuilleton hinein, bin ich auch selten drin, gebe ich zu, sondern im ersten Buch, notfalls mit der Polizei. Da wird berichtet über die Versuche eines Professors, der 5 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments war, wieder seinen Beruf aufzunehmen, wie das bisher gescheitert ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist geschrieben nicht von einem Bösen, sondern von einem Genossen von euch, von Matthias Brotkorb.
der Wissenschafts- und Finanzminister in MacPom gewesen ist. Ich zitiere jetzt nicht daraus, was sozialdemokratischen Jungs und Mädels in den Mund gelegt worden ist. Lesen Sie es bitte selber, da merken Sie, das ist die Intoleranz, die wollen wir an den Hochschulen in Deutschland nicht haben. Die wollen wir nicht haben. Und wenn dann vorgeschlagen wird, dass die Vorlesungen von Herrn Höcke doch damit ein bisschen befriedet, in digitaler Variante als Mittel der Deeskalation vorgenommen werden, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wo leben wir denn eigentlich? Ist das die Wissenschaftsfreiheit, die wir wollen? Ist das die geistige Auseinandersetzung, die wir wollen? Frau Präsidentin, ich habe die Uhr im Griff. Deshalb sage ich zum Schluss, und ich zitiere einen Professor, meinen Parteifreund Karl-Heinz Paquet, Vorsitzender der Stiftung der Freiheit. Eine Universität ist doch gerade der Raum kontroverser, kritischer und kultivierter Debatten. Wo, wenn nicht in der Universität, muss es Platz geben für die Präsentation und Diskussion unterschiedlicher Zukunftsentwürfe? Fragezeichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dem fügen wir FDPler hier im Hessischen Landtag nichts hinzu. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abg. Banzer von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, vieles, was heute zu Meinungsfreiheit gesagt wurde, können wir unterschreiben. Meinungsfreiheitsartikel ist übrigens einer der am schwierigsten zu interpretierenden Artikel. Da gibt es Gründe, das haben wir heute auch wieder festgestellt. Trotzdem glaube ich, dass manche Dinge nicht gehen. De Maizière und die Frau Prof. Schröter zusammen mit dem Aufsichtsratsbeschluss in eine Linie zu nennen, das ist unzulässig. Das eine ist ein rechtsstaatlicher Beschluss eines Aufsichtsrates, und die beiden anderen Dinge sind rechtswidrige Dinge. Deswegen kann ich nicht rechtswidrige und rechtmäßige Dinge in eine Parallele setzen. Und ich glaube, vermute, das war aber gerade Ihre Absicht. Sie wollten sich in diese Form des Unrechtbehandeltseins einfühlen, weil es ja irgendwie sogar zum Selbstverständnis der AfD gehört, ständig verfolgt zu sein, ständig das Gefühl zu haben, dass die politische Klasse, würden Sie jetzt nennen, sie verfolgt und ihnen Unrecht tut. Das stimmt ja nicht. Also, der Herr Banzer hat das Wort. Ich will Ihnen nur einmal vor Augen führen, was wir im Hochtaunuskreis mit der AfD erlebt haben. Dort war auf einmal auf dem Internetportal der AfD folgender Beitrag. Bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Dabei sollten die Medienvertreter hierzulande einmal darüber nachdenken. Das hat zu erheblichen Unruhen geführt. Die AfD hat dann einen Teil. Lassen Sie eine Frage zu? Ja, natürlich. Ja. Sehr geehrter Herr Kollege, ist Ihnen bekannt, dass sich der Landesforscher noch am selben Tag schärfstens von diesem Zitat distanziert hat und die Personen den Beitrag auch schon verändert hatten, und zwar so, dass er nicht mehr beanstandet wurde, bevor die Berichterstattung einsetzte, weil sie selber realisiert hatten, dass das missverständlich ausgedrückt worden ist. Es war keine Drohung beabsichtigt. Wissen Sie das? Das gehört nämlich zur Geschichte dazu. Ja, das ist mir alles bekannt, wird auch gar nicht bestritten. Und trotzdem war es Fakt, was ich gesagt habe. Und es hat sich auch herausgestellt, dass es in der CDU, in der Hochtaunus AfD
dazu unterschiedliche Meinungen gab. Die Unruhe ist ja immer noch nicht ganz zur Ruhe gekommen. Also, das Problem ist halt wirklich, wenn man bei solchen Positionen zu hohe Ansprüche anmeldet, muss man versuchen zu überlegen, ob man eher gerecht werden kann. Ich will das gar nicht werten, aber ich würde Ihnen dringend raten, auch zu überlegen, ob das Positionen sind, bei denen Sie gut beraten sind, in die Angriffslinie zu gehen. Ich glaube, dass wir im Bereich der Meinungsfreiheit in Deutschland keinen Nachholbedarf haben. Ja, ich habe das gelesen. Ich glaube, dass es in der Tat für die deutsche Kultur momentan eine Entwicklung gibt, die schwierig ist. Ich denke, dass wir Deutschen eine besondere Distanz haben im Umgang miteinander. Das sehen Sie schon, bei uns gibt es das Sie und das Du. Das gibt es ja auch nicht in jeder Sprache. In Deutschland gibt es das. Und man merkt schon, wenn Sie jetzt in die sozialen Medien schauen, dass diese Distanz eigentlich nicht mehr gewahrt wird. Dass in der vermeintlichen Anonymität der sozialen Medien distanzlos andere Meinungen angegangen wird. Und ich denke schon, dass wir uns alle darüber Gedanken machen müssen, ob das richtig ist, ob wir nicht wirklich diese Distanz, die in Deutschland ein bisschen Teil unserer Kultur ist, nicht auch wieder etwas stärken sollten. Ich weiß es nicht, aber ich würde das dringend empfehlen. Ich glaube, es würde uns allen gut tun. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Distanzlosigkeit den Menschen sehr viel Kummer macht. Die Meinungsumfragen, die da zitiert wurden, die ja alle wahr sind, haben damit zu tun, dass die Menschen das Gefühl haben, dass dieser Schutz, der durch Distanz auch entsteht und durch Formen entsteht, dass der nicht mehr in dieser Weise gewahrt ist. Und deswegen glaube ich, wir sollten bei diesem Punkt als Politiker sensibel sein und auch sensibel bleiben. Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, damit bin ich am Schluss. Ich glaube, dass die Meinungsfreiheit eines der elementaren Prinzipien unserer Demokratie ist. Ich glaube nicht, dass sie gefährdet ist, aber wir sollten sensibel mit der Meinungsfreiheit umgehen. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Staatsministerin Dorn. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte bei Ihnen, Herr Dr. H.C. Hahn, anschließend an Ihrem Zitat des Endes und es in meinen Worten ausdrücken. Unsere Hochschulen sind der Ort des Austausches von verschiedenen Positionen, der Kraft, des besseren Argumentes und der Überlegenheit der Vernunft gegenüber dem bloßen Glauben. Hier gehört der Streit über kontroverse Positionen unbedingt dazu. Und ganz wichtig, die Meinungsfreiheit umfasst keinen Anspruch darauf, dass einem nicht widersprochen wird oder friedlich protestiert wird. Aber ganz wichtig, Angriffe und Einschüchterungsversuche auf vermeintlich unbequeme Politikerinnen und Politiker oder auch Professorinnen und Professoren haben in unseren Unis und Hörsälen nichts zu suchen. Und ich sage das aus einer ganz tiefen Überzeugung. Wohin es führt, wenn Ideologie überhand über Wissenschaftsfreiheit, über Meinungsfreiheit gewinnt, haben wir in den schlimmsten Zeiten in der NS-Zeit erlebt. Menschen wurden unter Zuhilfenahme von Rassentheorien systematisch vernichtet, Bücher und damit symbolisch alle kritischen Gedanken verbrannt. Wir sollten nie vergessen, warum wir die Wissenschaftsfreiheit und die Meinungsfreiheit so fest in unserem Grundgesetz verankert haben und auch warum die Grenzen der Meinungsfreiheit so klar gesteckt wurden, nämlich bei Beleidigung, bei Hass, bei Bedrohung und bei demokratiefeindlicher Propaganda. Gerade unsere deutsche Geschichte.
Gerade unsere deutsche Geschichte mahnt uns, die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit ganz nach oben zu setzen. Es ist für uns als Landesregierung Auftrag, Verantwortung und Verpflichtung. Sie werden an ein paar hessischen Beispielen merken, dass wir genauso gehandelt haben. Wir nehmen einmal die Beispiele, die Sie genannt haben, in Ihrer Aktuellen Stunde. Die Konferenz über die Frage des Kopftuches mit der Überschrift Symbol der Würde oder der Unterdrückung von Frau Professorin Schröter hat die Landesregierung unterstützt. Genau deswegen, weil sie die Einordnung und Bewertung des Kopftuchs aus verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft beleuchtet hat. Mein Kollege Klose war Schirmherr. Und es gab gegen die Versuche der Unterbindung der Veranstaltung, gegen die Anfeindung von Frau Professorin Schröter gab es breite Unterstützung von Seiten der Hochschule in der Breite. Es wurde erwähnt von Kollege Grumbach hier im Parlament und auch von mir persönlich. Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen, wo ich es richtig finde, dass die Meinungsfreiheit an der Hochschule verteidigt wurde. Es war im April dieses Jahres, da räumte die Polizei das besetzte Audimax der University of Applied Science Frankfurt, damit eine Diskussionsveranstaltung der verschiedenen Parteien im Europaparlament zum Thema Brexit stattfinden konnte. Der Protest hatte sich entzündet an der Teilnahme von Jörg Meuthen, AfD. Auch hier gilt friedlicher Protest, Widerspruch, ja, unbedingt. Aber gleichzeitig müssen wir einen demokratischen Diskurs ermöglichen. Und jetzt kommen wir zu Causa Mendig. Dieser Vorgang ist bei diesem Thema Meinungsfreiheit ganz fehl am Platz. Nein, es ging im Aufsichtsrat nicht über die Bewertung, ob sich Herr Mendig mit Herrn Meuthen privat treffen darf. Jeder Mensch in diesem Land darf sich mit jedem privat treffen. Es ging um die Frage des Umgangs des Geschäftsführers mit den Fragen und den Sorgen, die sich die Filmschaffenden aufgrund der Veröffentlichung dieses Fotos machten. Und angesichts der Äußerungen der AfD-Fraktion zum Thema kritischer Kulturpolitik, zum Thema vielfältiger Filmförderung sind diese Fragen sehr verständlich. Und meine Damen und Herren, wenn der Hauptkommunikator auf diese Fragen keine Antwort bietet, die die Irritationen, die Sorgen zerschlägt, dann hat das nachteilige Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit der Filmbranche, auf den operativen Geschäftsbetrieb der Hessen Film Medien GmbH. Deswegen gab es einen einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss. Vor dem Hintergrund, einen Schaden für das Image, für die wirtschaftlichen Aussichten des Filmland Hessens abzuwenden, hier hat der Aufsichtsrat verantwortlich gehandelt. Und Ihre Vermischung mit der Debatte um Meinungsfreiheit, der mag taktisch für Sie von Nutzen sein, aber inhaltlich ist er nicht zutreffend. Und wenn wir gerade bei der Taktik und der AfD sind, wer Meinungsfreiheit nur bei den eigenen Themen reklamiert, zeigt sehr schnell, dass sie zur leeren Hülse verkommen soll. Vor wenigen Tagen hat in einer bemerkenswerten Offenheit Herr Alexander Gauland deutlich gemacht, dass Herr Höcke in der Mitte der Partei steht. Um ganz ehrlich zu sein, wenn Herr Höcke in der Mitte der Partei steht, möchte ich mir nicht vorstellen, wer rechts von ihm in der AfD steht. Frau Staatsministerin, ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Ich bin sofort zu Ende. Spannend für diese Debatte ist, was Herr Gauland gefragt hat, als ein Journalist gefragt hat, ob damit also ein Faschist in der Mitte der Partei steht. Herr Gauland hat gesagt, ich zitiere, Sie wissen, dass bei uns die Meinungsfreiheit in manchen Dingen für mich zu weit geht. Die echte Meinungsfreiheit, sehr geehrte Damen und Herren, die macht aus, dass sie nicht nur für die Positionen gilt, für die man selbst etwas abgewinnen kann. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde der AfD-Fraktion abgehalten.